Wenn sich an die Stuka-Bomber 1936. Aber ich bin die Wespenkönigin! Ich werde euch töten! Was bist du? Aber es ist eine Hummel! Es ist nur eine kleine Hummel! Oh, sie ist eigentlich recht flauschig und niedlich. Ja! Nein, nein, nein! Ich bin die Wespenkönigin! Oh nein, ist sie falsch! Nein, nein, nein. Wie ich schon sagte, ein Roboter. Es ist eine dumme Hummel. Oh. Bitte nicht. Tut mir bitte nicht weh. Sieh, es ist Nektar. Sie hat Nektar verschlingt. Nimm mir nicht mein Nektar. Töten wir sie alle. Hey! Warte. Okay. Tu doch was. Cody? Ja. Schieß auf den Nektar-Tank! Okay! Mal sehen, wie euch das schmeckt! Woo. Scheiß Westen! Oh, Vorsicht, das! Oh nein! Alles gut bei dir? Ich hab nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ich bin nicht mehr Wespenkönigin. Was hat es für einen Sinn, wenn man nichts Besonderes aber, ist? Aber du bist was Besonderes. Du bist eine der kostbarsten Bestäuberinnen der Natur. Bin ich das? Ja, natürlich. Sie? Hummeln bestäuben Pflanzen, die bis zu 90% der Weltbevölkerung ernähren. Ohne euch Helfer würde die Menschheit verhungern. Das stimmt. Wirklich? Also bin ich was Besonderes? Nein! Sie eine Verräterin! Und ihr zwei, warum habt ihr sie nicht getötet? Weil sie uns gerettet hat. Ja, ich bin was Besonderes. Ja, und all die Wespen sind weg. Ich meine, wir müssen sie daher nicht töten, oder? Hm? Oh, seid ihr jetzt im selben Team? Erschießt sie alle. Ah, oh, das war klar. Das ist ein Flugzeug und nicht unser Kombi. Oh, oh, ich muss fliegen. Einfach. Ja, aber wie denn? Captain Cactus. Besser du als ich. Feuer einstellen an die Geschütze. Ah, oh, natürlich. Luftüberwachung. Kotnüsse, holt sie runter. Kotnüsse. Oh, ich muss jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Amerikanische Steuerung, scheiße. Hör auf, deine Unterhose zu loben. Konzentrier dich aufs Fliegen. Ich geb doch hier schon Vollgas. Eindeutig. Würdest du mir endlich helfen und den Weg freiräumen? Schieß einfach auf irgendwas. Schieß. Wow. Ich dachte, die Streichholzpistole hat Bums. Kein Scherz. Mit was für explosiven Eicheln haben Sie das Ding denn geladen? Als aufhört zu schießen, sagt der Party. Boost? Braucht kein Boost. Oder brauche ich einen Boost? Ich brauche Boost. Das war knapp. Hä? Verdammt! Hey! Da, hinter ja, ja, Kotnüsse! Alles klar! Ja. Mach das! Halt sie ruhig, Cody! Halt sie ruhig! Versuch ich doch! Jetzt gerade! Verstanden! Einfach schneller! Geht nicht, ich bin am Limit! Okay, dann. Wow. Dreh dich nicht ab! Du lenkst mich nur ab! Mach sie einfach oh. Fertig! Oh nein! Gut, sie ist wieder nach vorne gucken soll! Will doch jemand sagen! Achso, ich dachte, du hast hinten noch. Ich sehe ja hinten nichts. Nee. Es war nur vorne. Oh oh. Irgendwas ist. Jetzt wieder hinten. Oh. Oh fuck.
Habe ich doch gesagt, niemals auf dir zu schießen. Ja, aber wie? Da kommt noch mehr Ärger auf uns zu. Okay. Hinter uns? Hinter uns sind noch mehr Flugzeuge! Schönes Ding, oh, May! Vorne? Ich kümmere mich um die hinter uns, Cody! Wir sind aber auch hinter uns, Fund und vor uns! Oh, das geht ja fix richtig ab hier! Servieren wir es ab! Vorne, 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 vorne! Geil, dass es diese Herzchenunterhose ist, ne? Ja, es ist schon ziemlich niedlich. Kommt drauf an, ob sie gewaschen ist oder nicht. Wow! El Coronel! Zeit, sich zu verabschieden, Kleines. Aus dir werde ich Kleinholz machen. Und ich freue mich darauf, dir das Fell über die Ohren zu ziehen. Geil, Street Fighter. Ich kann mich nicht bewegen. Hey! Ach doch. Hey, wie geht das denn da oben? Cody, bleib, wo du bist! Okay, okay, dann mach ihn einfach fertig! Geht einfach weiter! Ich kümmere mich! Immer mit der Ruhe, May! Oh Gott! Was hat er denn gerade? Ist er... May! Achte auf deine Bewegungen! Oh no! Oh no! Game over! Abati sagt... Hadouken hat er. Hadouken. Er hat gerade voll den... Du musst mal runter, runter nach hinten und dann schlagen. Mal sehen, das ist super, der Move. Das geht. Sorry, ich habe auf dich geachtet, nicht auf, wo ich hinfliege. Ich wollte gerade sagen, was ist passiert? Ich habe nichts gemacht. Ich fand den Kampf gerade so spannend. Ah, Mann. Wegboosten, kleiner Zweig. Oh Mann, er wird hier voll zum... Wie heißt er nochmal? Runter! Weiß ich nicht. Also komm, hab dich. Jetzt wäre doch geil so ein Finish. Oh nein, das Feuer! Nicht fest, Cody! Das versuche ich, ja! Ich kann mich nicht mehr halten! Ich hab dich! Das war knapp. Selbstverständlich gern. Genau. Danke, May. Hey, May, der Kampf. Das war ein Hammer. Ja, danke. Musst du rüberkommen? Nein. Weißt du, auf zu Rosies Zimmer. Yes. Also die, das Eichhörnchen hat gerade voll den Dragon Ball Z-en. Ja, stimmt. Wie heißt er denn nochmal, die Eichhörnchen dieser Blonde? Ami. Ja, dann hätten sie genau. Gar nicht von uns stehlen sollen. Ich werde Eichhörnchen nie wieder mit denselben Augen sehen. Ami. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht so drin. Ah. Oh Gott, wir hätten uns entscheiden sollen. Nein! Ich bin gerade hängen geblieben. Ich habe gerade statt auf D gedrückt. Och nö, nicht das Ganze wieder. Glaubst du, die Eichhörnchen sind wütend wegen des Flugzeugs? Tja, dann hätten sie erst gar nicht von uns stehlen sollen. Oh, ich werde Eichhörnchen nie wieder mit denselben Augen sehen. Links, rechts, okay. Rechts, okay. Rechts. Der war eben gerade schon so im Rechtsdrall, deswegen. Oh Gott. Hä? Es hat sich gerade gar nicht weglenken lassen. Hey!
bleiben wir aber hier, das passt schon. Oh Gott, das wird doch mal so schnell. Ja. Oh, links, 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 links. Halt dich fest! Hey, da ist der Schuppen! Und unser Haus! Steuer auf Rosies Zimmer zu! Das Fenster ist offen! Juhu! Wir kommen! Hey! Oh. Alter Penne. Und jetzt ist Fenster rein. Zimmer. Das wird doch wieder nix. Vor allem ist sie bestimmt nicht in ihrem Zimmer. Voll gruselig, dass die Eltern immer schlafen. Sieh mal, wen ich gefunden hab. Astronaut. Erinnerst du dich? Ach ja, wir waren ja so Zombies. Oh. Hast du wieder Kopfschmerzen? Okay. Ich wollte nicht stören. Aber wenn du dich besser fühlst, können wir dann vielleicht mit Astronaut spielen. Und den ganzen anderen Weltallspielsachen von dir. Mit denen haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Oh, und ich habe mit Papa gesprochen. Naja. Ich glaube, er will, dass ihr zwei wieder Freunde werdet. Das wollte ich nur erzählen. Hätte das von den, mit den Kopfschmerzen nicht von mir kommen müssen? Ah, na Schatz, hast du wieder Kopfschmerzen? Ach, ach ja. Oh, das arme Kind. Ja. Danke, Marie, wenigstens eine. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mit deiner Unterhose fliege. Oh, haha, du bist echt eine Komikerin, weißt du das? Vielen Dank. Sieh doch, da ist sie. Oh, sie fehlt mir. Ob es ihr gut geht? Na ja, guck sie dir an. Sie spielt, als wäre nichts passiert. Gott sei Dank. Dann lass uns zu ihr. Ja, aber vorsichtig, wir könnten sie erschrecken. Willst du andeuten, dass ich zu streng bin? Nein, nein, sie könnte doch Angst bekommen, wenn sie uns sieht. Guck uns doch an, wir wurden in sowas wie Puppen verwandelt, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Seid ihr wirklich schon bereit für Rosie? Wieso denn nicht? Sie ist unsere Tochter. Aber schafft ihr es auch nicht, vor ihr zu streiten? Aber natürlich. Sie ist nicht das Problem. Er ist es. Sie ist es. Merkt ihr es? Ihr seid noch nicht bereit. Moment, will er uns aufhalten? Genau das hat er vor. Aber lassen wir das zu? Nein! Was, wenn wir Rosie nicht zum Weinen bringen können? Aber das müssen wir. Oder sollen wir etwa für immer und ewig so bleiben? Aber sie weint fast nie. Ja, ich weiß. Hör mal, wir denken uns schon was aus, okay? Wir brauchen diese Tränen einfach. Je größer, desto besser. Okay. Dann los. Okay. Wir müssen kurz Pipi-Pause machen. Schreibt gerade, die soll sich nicht so anstellen wegen meiner fliegenden Unterhose. Früher hat sie mir die ausgezogen. Schön. Nett. Warte, ich mach mal kurz so. Ich muss mal schnell Pipi. Bin gleich wieder, ja? Okay. Ja? Machen wir kurz Pipi. Ach, ey, was ist so rein, das Klo. Das sind eine Menge Kissen. Ja, geil, eine Kissenburg. Kissenburg. Rosie und ich haben es gebaut. Es ist chaotisch. Oh, naja, es ist vielleicht nicht so sicher hier mit dem Stromkabel und so, aber... Oh nein, wer bin ich schon? Rosie nennt es Mamis Raum. Du weißt nicht, nein. Weltraum. Komm mal hier hoch, bitte. Das wusste ich nicht. Weil du immer nur arbeitest. Cody, streiten wir nicht schon wieder darüber. Ich meine ja nur... Oh, klasse, sieh doch! Meine alten Haze Boys! Panzerbruder! Oh! Wir haben diese alten Dinger noch? Ah. Wirf Granaten auf May. Halten R2. Waffe aufladen. Okay? Ich freue mich drauf, dich in die Luft zu jagen! Dein erster Treffer geht auf mich! Trifft rein gar nichts!
Ja, ach so, da hinten bist du. Wow. Jetzt verstehe ich es. Alter. Oh nein. Ich bin hier irgendwo gegengefahren. Nice. Krieg ist schön. Ja, cool. Mach Liebe, nicht Krieg, Baby. Oh, wie genau. Süß er ist. Make love, not war. Weg mit den Klamotten. So. Was? Hier eine Lavalampe. Ja, die habe ich schon drauf gedrückt. Hier ist auch wieder irgendwas. Oh, guck mal. Wollte mein Papa sich, ich hatte mir Papa mir heute das Rezept. Oh, ich liebe Sterne. Ich sehe nur hell. Alles klar. Lightshow. Hä? Ach so, das war das noch. Mit Regenschirm. Voll gute Idee. Auf die Idee bin ich als Kind auch nicht gekommen. Nee, ich auch nicht. Licht aus. Keep Licht aus. Guck mal, jetzt hast du Licht aus. Nee. Hm. Vielleicht ist die Taschenlampe besser an. Hier wäre ja Licht aus, geiler, dann hätten wir uns den Sternenhimmel angucken können, aber... Boink! Boink! Oh! Hey May! Guck dir die hier mal an! Geil! Die beiden Spielfiguren aus dem letzten Spiel von den Entwicklern. Ich hab sie Rosie gegeben. Ach so. Und die Spielfigur ist sogar ein Entwickler, das weiß ich. Weil der hat den Preis abgeholt für das Spiel, was wir jetzt spielen. Ah, wie ging denn das nochmal mit diesem Runterspringen? Dafür müsste uns jeder auf so ein Ding hier stellen. Wie ging das jetzt? Cool. That's being funny now. Hey. Smooth, Leo. Very smooth. I'm gonna get you, you son of a bitch. Hey. Trust me. You stay the hell away from me. Smooth, Leo. Very smooth. Are you being funny okay. now? Okay. Cooles Gimmick. Cool. Was haben wir hier? Noch eine Spielkonsole? Oder was? Doch, kann ich anmachen. Cool. Das ist ja was Geiles. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ja, das ist richtig. Ah, Rosie ist auf der anderen Seite. Irgendwas blockiert das Tor. Ja, stimmt. Als wäre hier so ein Kraftfeld. Hey, da, ein Videospiel. Vielleicht hat das damit zu tun. Oha. Passwort eingeben. Oh, ein Wortspiel. Nett. Ah, es hat etwas mit Hacken zu tun. Okay. Terry, vielleicht? Nee, was haben wir denn? D-E-U-V. Doof? Nee. Love? Aber wir haben kein L. Steh ich nicht. Kann ja nichts machen. Das auch noch nicht so wirklich. Passt ja auch irgendwie, also... Ah, warte mal hier, das kommt hier zwischen. Ah, jetzt verstehe ich. Oh, ist ja zur gleichen Zeit. Ich
bin links. Ja. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann ja auch überall durchswitchen, ne? Ah, hier? Ah. Du machst oben zu. Okay. Ja. Ah. Meine Güte. Marie hat's auch im selben Moment verstanden. Weißt du, ich hätte gedacht, dass Hacken deutlich komplizierter ist. Es ist nur ein Spiel, Cody. Whee! Hier, die muss lächeln. Ah. Ist das noch das Spiel? Ich weiß es nicht. No. Lass es nicht gewinnen. Oh, was geschieht hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich mag's nicht. Wo sind wir? Was zum... What the fuck? Astronaut! Woher kennst du meinen Namen, Verräterin? Ich hab dich im Weltraummuseum gekauft. Lügnerin! Rosie hat mich im Weltraummuseum auserwählt und mit einer besonderen Mission beauftragt. Ich bin der Einzige, der Rosie vor der dunklen Seite des Universums beschützen kann. Wir haben auch den Auftrag, Rosie zu beschützen. Als ihre Eltern sind Schluss mit den Lügen! Eure Mission ist, sie zum Weinen zu bringen. Wir brauchen diese Tränen ein. Je größer, desto besser. Welchem teuflischen Planeten entstammt ihr? Nein. Da liegt ein Missverständnis vor. Wir bräuchten nur ein paar Tränen von Rosie, um... Ihr bekommt nicht eine einzige Träne von meiner Rosie. Ihr seid Gefangene für immer. Für immer? Sagte er gerade. Für immer? Oh mein Gott. Ich habe eine Panikattacke. Was machen wir nur? Im Weltall hört dich niemand schreien. Ach du meine Güte, Cody. Du Dummi, wir sind hier nicht im Weltall. Wo sind wir genau? Warte. Rosie und ich haben so oft mit ihren Weltraumspielsachen gespielt, ich muss sie nur finden. Oh, da sind sie. Ja. Hey, Cody. Leg das an. Oh, bequem. Nur wow, funktioniert. Was tust du da? Au! Kosmische Inflation. Die Ausdehnungstheorie hinter dem Urknall. Auf damit! Schalte es aus! Wow! Fantastisch! Mensch, stell dich wieder auf normal! Willst du von hier verschwinden oder nicht? Dann brauchen wir die kosmische Inflation. Und? Weltraumschuhe. Mit denen trotzen wir der Schwerkraft. Woo! Wieso bekommst du die ganzen coolen Sachen? Dasselbe habe ich mir auch so gedacht. Ich bin als du, Cody.